Swissstyle ist eines unserer wichtigsten Kulturprodukte. Es bezieht sich auf die Grafik der 50er, 60er Jahre in der Schweiz, die innerhalb eines Jahrzehnts weltweite Verbreitung und weltweite Wertschätzung erfuhr. Im Kern des Swissstyle stehen Schriften und Typografie, namentlich die Helvetica oder die Univers von Adrian Fruttiger. Es sind Schriften, die ohne Serifen auskommen, also ohne diese kleinen Füßchen, die sehr gut lesbar sind, schlicht und einfach und sich deshalb für Aufgaben im Bereich der Signaletik, also der Zeichensysteme, sehr gut eignen. Vermutlich ohne, dass wir uns dessen bewusst sind, werden wir an verschiedenen Orten auf der Welt, namentlich in Flughäfen und Bahnhöfen, durch den Swissstyle gelenkt. Die sind unter anderem die Subway in New York, der Flughafen Charles de Gaulle in Paris oder der Airport Schiphol in Amsterdam. Schlichtes, symbolhaftes Grafikdesign, wie es den Swissstyle auszeichnet, ist über Sprachgrenzen hinaus verständlich. Diese Eigenschaft nutzten weltweit agierende Firmen für ihren Auftritt und trugen so den Swissstyle in die Welt. Neben vielen wertvollen Originalen lädt die Ausstellung zum Verweilen auf einer Piazzetta mit Logo-Möbeln ein. Die Szenografie sucht ganz bewusst auch den spielerischen Zugang zum Thema. In Workshops und in Ausstellungsgesprächen erfährt ein breiteres, aber auch ein Fachpublikum noch mehr zum Thema Swissstyle. Nach Jahren visueller Opulenz ist der Swissstyle heute wieder sehr gefragt. Namentlich bei Infografiken oder Schriften, die im digitalen wie im Printbereich funktionieren müssen, ist die Nachfrage nach Einfachheit und Schlichtheit sehr groß. Gerade in der Typografie oder im Entwurf für neue Schriften gehören Gestalter aus der Schweiz zur weltweiten Elite.